Es gibt einen sehr interessanten Mann, Robert B. Laughlin, der schreibt sich mit L-A-U-G-H. Ja, das ist ein amerikanischer Physik-Nobelpreisträger, der spannende Bücher geschrieben hat. Eines von ihnen heißt A Different Universe mit dem Untertitel Reinventing Physics from the Bottom Down. Wurde übersetzt auf Deutsch mit dem Titel Abschied von der Weltformel. Und dann hat er noch ein zweites Buch geschrieben, ganz ein schmales Büchlein, ja, das ich meinen Studenten in Linz Wissensmanagement immer empfohlen habe, Das Verbrechen der Vernunft, Untertitel Betrug an der Wissensgesellschaft. Und dieser Mann, Physik-Nobelpreisträger, ja, schreibt in seinen Publikationen, man kann auf der ganzen Welt an keiner Universität Physik studieren. Denn alles, was dort unterrichtet wird, ist zur einen Hälfte widerlegt und zur anderen Hälfte irrelevant. Die relevante Physik, so schreibt ein Nobelpreisträger, findet nur hinter den verschlossenen Türen der Labors, der Rüstung und der Industrie statt. Und, jetzt kommt noch ein wichtiger Satz, die Forscher, die dort arbeiten, verwenden Naturgesetze, die den Universitätsprofessoren nicht bekannt sind. Jetzt das Zitat Ende. Und wenn das ein Physik-Nobelpreisträger schreibt, ja, dann kann man sich da durchaus seine Gedanken machen, auch als Hobby-Wissenschaftstheoretiker.